Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof gegen den Mikado Plays XD oder Alfred Meyer. Können Sie mal weggehen hier? Dachschön. Nein. Und natürlich mit dem Tigerfarm, der das konstanteste LU hier war. Immer. So, Zeitplan heute Zeitfolge ist. Zeitfolge 4 bis Ende dabei. Immer. Fast immer. Doch, stimmt immer. Stimmt nicht. Was? Letzte Woche gab es 2-3 Folgen, da warst du nicht dabei. Oh wow, ich hab so gesagt, aber relativ. Zeitplan für heute ist, wir haben jetzt Zeit bis Minute 11. Verlieren? Wir haben jetzt Zeit bis Minute 11, da so lange können wir noch arbeiten und dann ist Feierabend. Dann wird Tigerfarm in die einzelnen Höfe kommen und den Sieger küren. Beziehungsweise gucken, wer am meisten Ziele erreicht hat. Und Tigerfarm kann so lange machen, was er will. Solange er uns nicht nervt. Ich würde auch niemals nerven. Ja, ich würde nerven lassen. Nein, ich würde doch niemals nerven. Nein, ich doch nicht. Nein, lass uns lieber das. Mikado, habe ich schon mal genervt? Nein, also nicht so. Alles in allem muss man sagen, als Rückblick war es eine ganz coole Geschichte hier. Natürlich zu Beginn schade, dass so wenig LU-Mitarbeiter dabei waren. Ja. Aber sowas braucht halt bei einem Projekt auch relativ, bis dann so eine Art Community entstanden ist. Aus interessierten Mitspielern. Deshalb ist es, denke ich, nachvollziehbar. Ich bin ziemlich schnell. Ich glaube, seit Folge 1 geguckt. Seit der ersten Folge, würde ich sagen, da, oder? Nein. Nee, seit der 10. Ja, ich habe ja auch gesagt, fast. 10. Ja, da ist auch noch eins dabei, also zählt das auch. Yes. Du und deine Ausreden. Nee, das sind nicht Ausreden, das sind Tatsachen. So, ich verkaufe jetzt noch ein paar Ballen. Das ist auch so eine Tatsache. Das macht mir mit seinem Traktor hier. Ich verkaufe jetzt noch ein paar Ballen und dann müssen wir unbedingt noch das Farmhaus kaufen. Ich drücke immer auf Knöpfchen. Die Kühe kaufen, den Stall kaufen und dann haben wir hoffentlich das Ziel oder die einige Ziele noch erreicht. Was wir natürlich jetzt nicht mehr schaffen, ist das mit der, mit dem. Von wem sind die Ballen? Welche? Ja, verkaufte Ballen. Hast du Ballen verkauft? Das sind meine, aber warum hast du das Geld? Achso, er hat sie gepresst. Ja. Ja, schick ich dir. Was? 24.000 nur. Ja. 3x16, 18, ja okay, kommt hin. Erstmal hier Lohnunternehmer anmeckern. Also hallo, dafür verliert er jetzt. Ich brauche mein Geld. Ich muss noch ein bisschen was bauen. Sollen wir jetzt eigentlich Zeit auf 1 oder 5 machen? 5 eigentlich. Ich glaube nicht, dass du jetzt noch irgendwas bauen musst. Ich muss sogar noch einiges bauen. Ja, jetzt noch schnell bauen, ne? Ja. Das war jetzt kein Spaß. Warum denken die jetzt, ich mach Spaß? Ich denk auch nicht, du machst Spaß. Das machst du ja Spaß. Aber schön in der letzten Folge was bauen. Sie haben heute einen extremen Hall. Ja, hab ich gerade auch was gespielt. Hatte? Boah, ich hatte gerade schon Angst, dass mir das Geld nicht reicht, aber mir ist ja gerade eingefallen, es reicht ja doch, weil ich verkaufe ja noch ein paar Felder und so. Jetzt besser? Keine Ahnung. Hallo? Jetzt besser? Ja, besser. Ja. Lol. Ich wollte es so gerne mal schicken. Oh Mann, jetzt hab ich vergessen, dass ich machen, was ich machen wollte. Das ist schlecht. Ich muss auch noch ein bisschen was erledigen. Soweit ich weiß, 2 Sachen. Wer? Mindestens. Du. Nee. Mindestens. 3, 4, 5, 6, 7 Sachen noch. Also du musst 2 Sachen noch bauen. Vielleicht. Also ich muss insgesamt 7 Punkte auf jeden Fall noch erledigen. Auf meiner Liste.
Das ist doch schön. Für wen? Für dich. Für mich. Für uns. Nur für mich. Für uns alle. Wir sind jetzt in Minute 5. Das heißt, wir haben noch 6 Minuten, wo wir tätig sein dürfen. Oh Gott. Ich möchte ja nicht ein bisschen Stress geben, aber ich möchte dir viel Stress geben. Willst du losfahren? Du möchtest mir nicht ein bisschen Stress geben, du möchtest mir viel Stress geben. Vielen Dank. Oh, jetzt wollte ich extra hinter dir vorbeifahren, damit du Zeit hast zum Wegfahren. Ich hoffe, ich krieg den Auftrag noch in dieser Folge fertig. Nee. Das wäre jetzt der Clou, wenn ich das nicht mehr schaffe. Stimmt, seit wie viel der Folge bist du schon an diesem einen Auftrag dran? Ich habe das irgendwann mal angenommen. Wo ich nichts zu tun hatte und dann hatte ich halt immer Aufträge. Ich habe gerade irgendwie. Ja, was hast du irgendwie? Ich habe gerade 105.000. Was? Für Ballen gekriegt. Was? Moment, Moment. Kurz mal pausieren bitte. So, kurze Aufregung, aber ich glaube, wir haben es richtig aufgelöst. Ich habe heute ungefähr 50 Ballen verkauft. Das sind hier die 105.000 plus 20.000, die mir Tigerfarm geschickt hat. Das Problem war, dass Sepp letztes Mal von mir ja Ballen gepresst hat und wer gepresst hat, der kriegt das Geld gut geschrieben. Und irgendwie hing das wohl gerade im Server, sodass die Ballenverkäufe bei mir alle auf einmal angekommen sind. Ich finde das auch mittlerweile irgendwie behindert. Aber es müsste vom Geld her ungefähr stimmen. Ich lege jetzt keinen Wert auf plus minus bei mir. So, warte mal, ich wollte das hier, brauche ich nicht. Muss. Gut, wir haben noch 4 Minuten. Ach Gott, ey, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen das Standard-Farmhaus. Oh klar, jetzt sind die Felder erntereif, willst du mich veralbern? Ja, das müssen wir irgendwo hier hin pflanzen. Machen wir. Eigentlich ist ja wurscht, wo das hinkommt, oder? So, hast du das Farmhaus schon, Mikado? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das Fachwerkhaus oder das normale? Das Standard? Das normale, das Fachwerkhaus wäre komplett dumm. So, jetzt kommt der Clou. Gut. Dann kommt noch das hier. Das mit K anfängt. Wenn das geht. Ah, hier. Okay. Und jetzt auch geht nicht. Doch, geht. So. Und? Ja, nein. Ernsthaft? Jetzt ist... Ja. Was das Feld an der Reife und ich kann ernten, Alter. Viel Spaß. Lächerlich. Nö, ist halt so, kann man nicht ändern. Naja, 2 Minuten noch. Ich zieh's mal durch bis zum bitteren Ende. Ich muss gleich nur eine Sache kaufen. So kommst du nicht mal die Folge fertig, das Pflügen. Hä? Das Pflügen bekomme ich nicht mal die Folge fertig. Den Auftrag. Hab erst 71%. Da einfach keinen Bock mehr umzugehen. So. Die armen Leute, für die du das angenommen hast. Ich muss noch das. Das hier muss ich noch machen. Weiß ich noch nicht wo. Was ist denn das? Die letzte Minute läuft. Hier?
Wir müssen gleich von. Was müssen wir gleich, Mikado? 10 runterzählen. Und soweit ist. So. Schneller. Ich hab keine Ahnung, was das kosten wird. Okay. Fertig. Okay. So, und jetzt? Also eine Sache, glaube ich, werden wir beide nicht mehr machen. Also bei der Gerste, da bin ich wirklich unschlüssig. Ah, überall diese Baumstümpfe, die nicht weggemacht wurden. Wer das erreichen wird. Also eigentlich ist jetzt Minute 11 erreicht. Gut, dann wird jetzt arbeiten alle eingestellt, auch Mikado und auch alle ja. Helfer. Es war so knapp vor, so knapp davor. Ich hätte noch 2404 Gäste haben können. Du Armer. Also was zählt denn an die Gerste? Auch das, was in Dreschern drin ist? Alter. Nö, was im Silo drin ist. Ich hab verkackt, ich hab verloren. Nee, kannst schon aussuchen, ich hab verloren. Na, also ich fang jetzt erstmal an. Fängst bei Mikado an. Warte, ich... Ja, bitte, weil ich hab sowieso verloren, ich weiß es. Bitte LU. Bei Mikado. Brauchen wir überhaupt noch zählen? Ich weiß nämlich sowieso schon, dass ich verloren habe. Ja, hör doch mal ich weiß auf hier. Ist doch. Nee, wirklich, weil ich weiß nämlich, wie viel du jetzt gemacht hast, wie viel Geld du verdient hast und wie viel du hast. Ich hab nicht so viel. So, Mikado. Ich hätte gern LU bei Mikado, damit ich mitgucken kann. Hab ich doch gegeben! Ja. Ich hab's dir egal. So, Mikado hat 50 Kühe. Ein Ziel. Wo denn? Achso, der hat ja seinen Kuhhof da hinten irgendwo, ja. Da. Dann hat er 80 Schafe. Oh, der hat Milchkühe, das ist so schön. Ich habe keine Milchkühe. 80 Schafe. Er hat auch. 80 Schafe. Er hat nicht das Gerstenziel erreicht. Wie viel Gerste hat er denn? Er hat 168.000. Okay, das solltest du dir aufschreiben, weil das wird so ein Knackpunkt werden. Ich glaube, du hast mehr. Er hat das Farmhaus. Wo denn? Habe ich auch nicht gesehen bei ihm. Aber das ist drin. Hauptsache habe ich es, oder? Ups, ich sitze im Anhänger. Wo denn? Ja, bei mir. Wo? Bin doch hier. Du musst auf die Karte gucken. Ich will das suchen. Wir müssen die Folge ein bisschen strecken. Hä, da oben? Warum denn da oben? Weil ich es sonst nirgendwo anders bauen konnte. Deswegen hier eben. Also ja, aber schöne Aussicht mit der Mühle. Okay. Und er ist schuldenfrei, oder? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Warte, ein Moment. Ich habe mich gerade die Gäste auf. Schuldenfrei? Was war noch? Ziel? 250.000 Gerste und 1.000.000 in Bar. Ja. 1.000.000 hat er auch nicht. Also 4 Ziele hat er. Was heißt denn in Bar? Das kann man doch sonst nicht anders haben. Ja, zur Verfügung. Trotz Schuld, ohne Schulden frei, mit Schulden frei. Okay. So, also Mikado hat 4 Ziele erreicht. Letztes Mal hat er noch behauptet, er schafft gerade mal 3 Ziele. Ja, habe ich ja auch ungefähr. Na, du hast 4 erreicht und 168.000 Gäste war's, gell? 168, ja. So, jetzt kommen wir zu Varuna. Okay, so. Varuna hat 180.000 Liter Gerste. Und da haben nicht, 2.400 Liter gefehlt. Nur so ja, als aber, ja, jetzt so nicht. Aber überleg mal, das sind nur 13.000 Liter mehr. Ja. Also 12.000 oder 12, das ist schon recht knapp und das über eine Zeitspanne von 3 Monaten oder 4 Monaten. Okay. Varuna ist schuldenfrei. Ich hab's zum Ende geschafft. Er hat 80 Schafe.
und 50 Echt, Kühe. Wo? Hä, wo hast du jetzt auf einmal die Kühe? Ich hab die erst Er hat das Standardfarmhaus. Die Kühe sind aber unglücklich bei mir, das muss man ganz klar dazu sagen. Ja, ich hab wenigstens schon gefüttert, ja. So glückliche Standardfarmhaus, aber keine Millionen auf Konto. Ja. Habe ich noch was vergessen? Nee, das stimmt. Trotzdem hab ich verloren. Ja. Nee, warte mal. Warte, ich zieh nochmal durch. Farmhaus, Kühe, Schafe, schuldenfrei. Sind auch vier. Ausschlaggebend ist, weil wir gesagt haben, wer das die anderen Ziele am nächsten erreicht. Ausschlaggebend ist wirklich 12.000 Gäste. Ja, dann hast du gewonnen. Und Bargeld. Wobei. Warum nur eindeutig gewonnen? Wobei. Ah, doch, Mikado hat auch verkauft. Was hab ich verkauft? Feld 20. Ja. Also ganz aber ehrlich. Aber ich denke, was hast du denn alles verkauft von dir? Alle Felder, die ich zusätzlich gekauft hatte. Die 7, ja, die 3 und das Waldstück. Die 1. Ah, aber ganz im Ernst, du hast so viel Geld gehabt. Ich hatte überhaupt kein Geld. Mein Geld habe ich ja nur durch Silageballen verdient. Du hast deins durch Holz verdient, durch Silage verdient, durch was hast du noch verdient? Durch deine Wolle? Wolle habe ich einmal abgefahren. Ja, ich auch nur. Das waren gerade mal 5 oder 6 Paletten. Okay, nee, da hatte ich mehr. Ich hatte. Oh Gott. Ein Anhänger war voll mit 14 Paletten oder so. Also das heißt, was mal. Ja. Das heißt, Varun hat gewonnen. Ja. Hab ich ja gesagt, Varuna, und du hast gesagt, ich soll nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja, aber das ist doch auf 80 Folgen. Mhm. Haben wir uns gebettelt. Und am Ende war der ausschlaggebende Punkt, jetzt warte mal. 12.000 Liter Gerste. 12.000 Liter Gerste und. Und vor allem fehlt dir nur 600.000 Euro und mir fehlen 900.000. 130.000 Unterschied. Ne, 230.000. Aber ich fand trotzdem, es war enger wie gedacht. Naja. Ich dachte zwischendrin, der Abstand wäre größer. Ich fand du direkt drin. Ja, so easy war es doch nicht, finde ich. Naja, es hat auf jeden Fall mächtig Laune gemacht. Vielleicht machen wir da nochmal irgendwie was in der Richtung, Mikado? Ja, bin schon viel. Und für die Challenge war's durch. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die mitgespielt haben als LU. Da möchte ich aufzählen. Mikado Plays, als Gegner natürlich Mikado Plays XD. Als Helfer als LU. LU Dispo Tiger Farm. Dann unter anderem auch den Leon Trucker, den Action Andy. Der Action Andy war auch nicht so viel dabei. Dark Risex war dabei. Der Sepp war zuletzt dabei, der Satan war dabei und das war's, glaube ich. Mhm. Natürlich fettester Dank an den Tiger Farm hier. Ohne ihn hätte es eine ganze Ecke länger gedauert. Und natürlich mit dem Kado. So, und ab nächste und Woche. Nicht zu vergessen, Varuna. Ach ja. Ist ja wurscht, ist ja mein Projekt gewesen oder unser Projekt. Nee, aber trotzdem ist es dein Projekt gewesen, ja. Naja, obwohl kannst du ja auch sagen, du hast ja gewonnen. Na, trotzdem danke. Jo. Ohne dich wärst du ja gar nicht zu dem Projekt gekommen. Das ist wohl wahr. Bitte, bitte. So. Vor allem, man muss ganz ehrlich sagen, Varuna hat eigentlich am Ende knapp gewonnen, wirklich. Knapp, weil, erstens hat er jetzt noch die Kühe geholt. Zweitens hat er jetzt noch schnell das Farmhaus geholt, ja. Und drittens hat er noch so viel Geld verdient durch Verkaufen und sonst was. Ich hab's mir aufgeschrieben gehabt vor ein paar Folgen. Durchs Land verkaufen habe ich 480.000 verdient. Ja, ich habe nur 188.000. Ja. So. Das ist nämlich auch das einzige Land, was ich verkauft habe. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, wird euch vielleicht auch das nächste Projekt gefallen, Leute. Schaut am Montag rein um 14 Uhr. Nächste Woche, 27. Mai, dort werden wir die erste Folge vom Roleplay-Projekt, Name steht noch nicht fest,
starten und ja, ich denke, das wird spannend. Ja, interessant. Macht's gut, bis dahin, haut rein, lasst gerne ein Abo da und tschüssi. Tschüss. Macht's gut.